Oh, hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder mal der André aus der Naturmacherwerkstatt. Ich grüße euch. So, ich habe mir kribbelt's richtig im Fingern und habe bei mir in meinem Lager diesen alten Koffer wieder entdeckt. Den habe ich dazu mal in Berlin auf dem Kurfürstendamm, Ecke Bonnimer Straße, bei einer Schrottsammlung auf der Straße aufgelesen. Das war im Jahr 2004 oder 2005, kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen. So, und Leute, soll ich euch sagen, was ich damit vorhabe? Da baue ich einen Couchtisch draus. Ne? Ich finde, der ist für sein Alter, hat quasi eine wunderschöne Patina. Und der wird jetzt zum Couchtisch umfunktioniert. Hab den jetzt schon mit Druckluft komplett sauber gemacht. Dann wird er mit der Bürste quasi alles nochmal abgeschliffen, ne? So dass der grobe Rost, der quasi hier drauf sitzt, runterfliegt, ne? Und das Aluminium auch nochmal ein bisschen aufgebürstet wird. Und dann bekommt er noch eine Sonderlackierung von mir. Das wird man hier glaube ich nicht sehen. Doch, da habe ich mal eine Ecke probiert. Da mache ich ein bisschen Klarlack drauf. Oder kommt Klarlack von mir drauf, mehrere Schichten, so dass man den auch immer dann ordentlich reinigen kann. Quasi wenn man was umfällt bei Aluminium mit Feuchtigkeit, ist klar, da wird es dann schon mal grau am Lappen. Das wollen wir ja nicht. So, hier habe ich schon mal die Füße geklebt. Die werden jetzt auf 20 cm Länge geschnitten. Dann nochmal schön, abgeschliffen, und nach den Abschliffen werden sie von mir geflammt, dass sie quasi auch einen richtig dunklen Charakter bekommen und dann am Ende mit Klarlack auch noch versiegelt. Und die werden dann quasi hier 1, 2, 3, 4 mal ringsrum befestigt. Ne? Die werde ich dann hier unten im Boden mit verschrauben. Ne? Natürlich werde ich hier innen nichts weiter machen. An den Kasten sieht man hier irgendwo ein Baujahr eigentlich. Da ist nichts zu erkennen. Okay, das ist auch egal. Ich saug den auf jeden Fall noch mal schön aus. Lass den so. Und da hat jeder im Wohnzimmer noch mal einen schönen Stauraum oder eine Bar. Oder je nachdem, was derjenige damit machen möchte. Ich werde ihn dann nämlich zum Verkauf anbieten. Ja, ne? Das ist jetzt erstmal der Vorspann und wenn das Teil dann fertig ist, je nachdem wie die Arbeitsgänge ich jetzt zwischendurch dran denke und es abfilme, mache ich nochmal ein paar Videos mit mehr dazu. Alles klar, bis dann meine Lieben, seid gespannt, ciao ciao, ich freue mich über einen Kommentar unter mein Video und auch über einen Gefällt mir. Das Abonnieren nicht vergessen und die Glocke einschalten. Danke, ciao, ciao.